Servus Leute, der Abschluss des Gruppenspieltages Nr. 3 wird mit diesen Partien vollendet. Ich hoffe mal, es gefällt euch. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Glaubt ihr denn, Deutschland schafft es oder wer scheidet aus? Wer kommt weiter? Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, was da am Ende bei rauskommt. Ansonsten jetzt viel Spaß. Ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Ich sag's immer wieder. Dazu ist ja auch wichtig zu wissen. Und jetzt viel Spaß mit der zusammengefassten Konferenz von der Gruppe F. Südkorea gegen Deutschland. Das letzte Ticket für die nächste Gruppenphase wurde an diesem Spieltag ausgelost. Es war für Deutschland in der 95. Minute die Erlösung, als Toni Kroos den Freistoß reinhaute. Süle für Boateng dabei auf der Doppel-6. Gündogan statt Rudi oder Sami Khedira, beide nicht dabei. Links jetzt Timo Werner, Draxler ist rausgegangen und vorne in der Spitze Gomez. Man hätte auch über Julian Brandt nachdenken können, aber wir schauen auch aufs Parallelspiel. Mexiko begann hier gut gegen Schweden und hatte direkt die erste Möglichkeit, Lozano gegen Olsen. Es war durchaus was möglich für die Mexikaner, es stand aber weiterhin 0:0 und Deutschland tat sich schwer im Spiel gegen Südkorea. Die erste Flanke, die hier nach vorne kam, ein Sieg heute wäre schon fast essentiell, auch wenn es noch anders möglich gewesen wäre. Und nach 27 Minuten gab es dann für Deutschland auch den Strafstoß. Etwas unglückliche Aktion, schauen wir nochmal drauf. Kroos wird gefoult, der Kontakt ist da, Videoassistent nahm es nicht zurück und Thomas Müller, der noch nicht wirklich gut im Turnier ist, nahm sich der Sache an und verwandelte den Ball. Unten rechts rein, 28. Spielminute, Deutschland auf Kurs. Und wenn jetzt im Parallelspiel nichts wirklich Schlimmeres anbrennen sollte, dann könnte dieses 1:0 schon das Ticket ins Achtelfinale sein. Aber man muss immer auf der Hut sein. Es kann passieren, dass Schweden auch 1:0 gewinnt und dann fängt die Rechnerei an. Damit sollte es gar nicht in den deutschen Köpfen befasst werden. Aber man weiß ja nie und im Endeffekt spielte da eben parallel auch noch Schweden, die ein bislang sehr gutes Turnier gespielt hatten. Markus Berg gegen Ochoa in der 37. Spielminute. Auch für Mexiko war es ja mit ihren 6 Punkten noch nicht sicher, dass sie einziehen in die nächste Runde. Da mussten sie auch arbeiten und hatten auch Chancen. Olsen wieder kurz vor der Pause pariert da gegen Chicharito. Es war wirklich eine unterhaltsame Partie, etwas spannender im Endeffekt, beziehungsweise hier war es sogar Lozano. Eine unterhaltsamere Partie als hier bei Südkorea gegen Deutschland. Aber Thomas Müller hatte das erstmal wichtige 1:0. geschossen. Springen wir im zweiten Durchgang erstmal wieder zum Spiel Mexiko gegen Schweden. Da geschah dann nämlich das erste Tor. Carlos Vela mit diesem fantastischen Kopfball ins lange Eck. Zweites WM-Tor, hatte gegen Südkorea schon getroffen und jetzt macht er hier das 1:0. Da ist etwas Glück dabei, aber wie er den reinmacht, können sicherlich zählt auch noch ein Stück weit mit dazu. Für Olsen nicht zu machen, der steht zwar etwas zu weit vorm Kasten, aber einen größeren Vorwurf möchte man ihm da nicht machen. Da wäre er vielleicht so oder so nicht mehr dran gekommen an den Pfosten. Und von da prallt der Ball dann ins Tor. Jetzt war klar, Mexiko mit 9 Punkten als Gruppenerster weiter und Deutschland als Gruppenzweiter mit 6. Und Mexiko wollte die Entscheidung. Raul ist das mit dem Abschluss nochmal, aber direkt in die Arme von Olsen. Die Frage war, würde bei Südkorea gegen Deutschland noch was anbrennen? Nicht wirklich, auch wenn Südkorea nochmal alles nach vorne warf. Lee ist das, der den Ball reinbringt und Ki mit dem Abschluss, aber das war zu ungefährlich. Deutschland spielte das hier jetzt locker runter. Ein 2:0 wäre aber das bessere Polster gewesen, da Schweden auch nochmal Druck machte. Und das ist Guidetti gegen Ochoa, den muss er eigentlich machen. Kommt völlig frei vom mexikanischen Schlussmann zum Abschluss, aber das ist zu unplatziert geschossen. Doch Schweden gab sich nicht auf. Wir sind in der Nachspielzeit, 94. Minute. Emil Forsberg nochmal mit dem Abschluss, aber Alvarez schmiss sich rein. Und so gewinnt im Endeffekt Mexiko mit 1:0, qualifiziert sich als Erster mit 9 Punkten, eine weiße Weste. Und so scheidet Schweden nach Auftaktsieg gegen Südkorea doch noch aus. Und Deutschland hat es geschafft als Tabellenzweiter in die nächste Runde einzuziehen. Die Erleichterung war erstmal groß. 6 Punkte nach 3 Spielen ist sicherlich auch ein Resultat, mit dem man dann leben kann. Aber es wird dann vermutlich Brasilien, wenn sie denn Erster werden in ihrer Gruppe, im Achtelfinale warten.
Durch den Last-Minute-Sieg durch Xherdan Shaqiri konnte sich die Schweiz gegen Serbien eine herausragende Position herausspielen. Für diesen letzten Spieltag ein Sieg gegen Costa Rica würde schon alle Sorgen wegwischen, denn dann wäre es egal, wie Serbien spielt. Die Anfangsphase war hier doch etwas unaufgeräumt. Bei beiden Teams immer wieder Unsicherheiten in der Verteidigung. Jemali dann nach 4 Minuten, der das erste Mal einen Schuss aufs Gehäuse bringen konnte, fehlte nicht viel. Aber letztendlich auch für Keylor Navas nichts Einzugreifendes. Auf der anderen Seite dann Eckstoß, 9 Minuten González gegen Sommer, aber Marcos Urena macht den dann perfekt rein. Costa Rica ja schon ausgeschieden, aber sie spielten hier mit, da sie ja das Zünglein an der Waage sein könnten. Wunderbar abgenommen dann, anders wäre der nicht möglich gewesen. Und dann hämmert er den Ball rein und für Schweiz war jetzt die Frage, möchten sie hier lieber alles riskieren, um letztendlich eventuell mit 4 Punkten und durch das bessere Torverhältnis weiterzukommen? Oder gehen sie auf Sieg? Und das war natürlich klar, Sieg wäre immer besser, aber so entstanden auch immer wieder Möglichkeiten für Costa Rica. Die nächste Möglichkeit im zweiten Durchgang, das muss eigentlich das 0-2 sein. Aber für die Schweiz ging es auch nach vorne, das 1-1 zumindest sollte drin sein. Xherdan Shaqiri nochmal gegen Keylor Navas, aber das blieb im Endeffekt auch dabei. Das war nicht wirklich gut, was die Schweiz spielte. Und die Frage war, was hat Serbien parallel gegen Brasilien aufs Feld bringen können? Im Anbetracht des Ergebnisses aus dem Parallelspiel wäre für Serbien an diesem Abend ein hohes Unentschieden sogar schon ausreichend gewesen. Ab einem 2-2 wären sie an der Schweiz wegen der mehr erzielten Tore vorbei. Aber Brasilien legte hier gleich gut los. Neymar in der 6. Spielminute mit der ersten Möglichkeit. Hat ja in der 98. Minute gegen Costa Rica das 2-0 erzielt. Ansonsten sich nicht sonderlich bislang im Turnier mit Ruhm bekleckert. Halbe Stunde gespielt. Brasilien hatte die ganz klareren Chancen. Willian auf Neymar, der aber etwas zu spät kommt, um am Abschluss letztendlich noch gehindert wird. Kurz vor der Pause aber dann fast das Tor für Serbien. Die erste wirklich gute Möglichkeit. Alisson Becker griff ein und konnte parieren. Das wäre eventuell der Schuss zum Achtelfinale gewesen, aber im zweiten Durchgang Brasilien noch weiter auf der besseren Spur. Paulinho, Coutinho perfekt gespielt, Roberto Firmino am Ende derjenige, der das Ding vollendet. Zur Halbzeit eingewechselt worden für Gabriel Jesus, der weitestgehend unauffällig war und dann sitzt der Ball unten rechts, da war dann nichts mehr zu halten und nur eine Stunde jetzt mittlerweile gespielt im zweiten Durchgang, die Viertelstunde von der Uhr. Und die Entscheidung war schon so gut wie auf dem Feld. Doppelpack Roberto Firmino und das bedeutete Brasilien als Erster qualifiziert mit 7 Punkten. Und die Schweiz kann sich letztendlich mit 4 Punkten doch als Zweiter durchsetzen, da Serbien zwar kämpfte, aber nichts mehr auf die Anzeigentafel brachte. Und so setzt sich Brasilien im Endeffekt durch und Serbien scheitert nach Auftaktsieg gegen Costa Rica im Endeffekt dann doch noch aus. Japan gegen Senegal, eine sehr gute Partie mit vielen Toren und mit vor allem viel Unterhaltung. Dagegen war Polen schon ausgeschieden, 0-3 Klatsche gegen Kolumbien. Sie wollten jetzt hier nochmal ihre Ehre verteidigen und kamen dann tatsächlich auch nach 24 Minuten mal zur ersten Möglichkeit. Japan muss ja noch so ein gewisses bisschen auf das andere Spiel schauen, wenn sie hier nicht selber gewinnen würden. Sie versuchten es, aber Inui, der noch erfolgreich war gegen Senegal, scheiterte hier nach 39 Minuten erstmal noch relativ kläglich. Es war vorsichtig, was hier Japan spielte und Polen war nicht sonderlich gut drauf. Aus der Gemütslage heraus sicherlich auch zu verstehen, aber sie konnten die Zunge an der Waage sein. Das Zünglein, eventuell Piotr Zielinski in der 42. Spielminute mit dem 0-1. Lewandowski mit der Vorlage, Zielinski hält einfach nur den Fuß hin. Stand jetzt müsste Japan darauf hoffen, dass Kolumbien keinen Punkt holen würde. Aber Gen Shoji, der Innenverteidiger, mal mit nach vorne gekommen, macht noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich. Satter Schuss mit dem linken Fuß rechts an den Innenpfosten und von da ging der Ball dann ins Netz. Und Japan wollte es jetzt aus eigener Kraft schaffen. Makoto Hasebe, toller Schuss, noch leicht abgefälscht. Der Captain, der schon gelb gesehen hatte im Spiel,
gegen Senegal war. Heute war von verschont geblieben, kann also im Achtelfinale im Eventuellen antreten. Denn Polen kam nochmal eine Viertelstunde von dem Ende. Błażejkowski, Lewandowski auf Lukas Piszczek, Ex-Dortmunder Kombinationsfußball. Und der rechte Verteidiger von Borussia Dortmund macht in der 74. Minute das 2:1. Und Japan musste jetzt kommen. Zumindest das 2:2 sollte drin sein. Nochmal Shoji, aber dem Verteidiger war nicht der Doppelpack vergönnt. Und so musste Japan darauf hoffen, dass im Parallelspiel Kolumbien nicht gepunktet hat. Nicht mal ein Punkt wäre da erlaubt. Ansonsten wäre Japan aus dem Wettbewerb. Parallel dazu also Senegal gegen Kolumbien. Das bedeutete eben für Senegal zu Beginn der Partie, ein Sieg würde sie klar weiterbringen. Eine Niederlage könnte tödlich sein. Je höher, desto gefährlicher. Denn Japan eben auch, selbst mit einer Niederlage, könnten sie sich noch qualifizieren. Eben wenn Senegal noch höher verlieren würde. Die Punktanzahl ist ja gleich. Es ging für Kolumbien hier ganz gut los, aber noch nicht mit dem Glück des Tüchtigen. Sie versuchten es weiter. 20. Minute Falcao auf James Rodriguez, der eine wunderbare Partie gegen Polen absolvierte, aber hier weitestgehend glücklos blieb. Kolumbien hätte sich schon das Führungstor verdient gehabt. Spätestens jetzt eine knappe halbe Stunde in der Partie Barrios. Aber das ist dann im Abschluss eben zu schwach. Wenn man letztendlich in die nächste Runde einziehen will, sollte man solche Dinger machen und normalerweise rächt sich sowas. Zweiter Durchgang, Senegal dann endlich mal auf dem Weg nach vorne. Koulibaly, der Innenverteidiger, immer wieder mal mit dem Fuß im gegnerischen Strafraum oder zumindest in der Nähe davon, weil seine Offensivmenschen und Mitspieler nicht sonderlich viel aufs Papier brachten. Bakker dann mal in der 51. aber traf auch nur das Außennetz. Es war auch eine sehr nervöse Partie, 73. Minute schon. Cuadrado würde jetzt mal der nächste Treffer fallen. James auf Muriel, aber Ndiaye hat den Ball ohne Probleme fest in der Hand. Und dann kam es, wie es kommen musste. Kolumbien machte die Chancen nicht rein. Und Senegal kam auf der anderen Seite dann zum Abschluss und zu diesem glücklichen Tor. Mina fälscht unhaltbar ab. Und Kalidou Koulibaly in der 87. Minute schießt da Senegal als Tabellenerster in die nächste Runde. 7 Punkte auf dem Konto, also für Senegal. Kolumbien scheitert dann tatsächlich noch aus 3 Minuten vor dem Ende und Japan verliert zwar 2:1 gegen Polen, ist aber dennoch im Achtelfinale. England gegen Belgien. Ein Unentschieden würde letztendlich die Fairplay-Tabelle auf den Plan rufen. Momentan sieht es da besser aus für England, da sie erst 2 gelbe Karten kassiert haben und Belgien 3. Aber es sollte spielerisch am Ende gelöst werden und Harry Kane, der beste Torschütze momentan bei der WM, scheitert hier gegen Thibaut Courtois, der den Fuß im kurzen Eck gerade noch so rausholen kann. Es war eine unterhaltsame, eine sehr hochwertige Partie von beiden Teams und Romelu Lukaku kam dann in der 16. Minute auch zum 1:0, aber nur vermeintlich, denn er stand im Abseits. Werden wir gleich nochmal in der Wiederholung sehen, war alles richtig entschieden. Alles richtig entschieden. Mertens mit dem Ball, aber Lukaku ein Stück zu weit vorne. Doch eine halbe Stunde gespielt und dann kam Hazard mit diesem wunderbaren Solo. Kurzer Doppelpass und das 1:0 war jetzt wirklich geebnet. Eden Hazard, schöner Doppelpass, dort eben schon angesprochen. Und dann ins kurze Eck reingehauen, für Pickford nichts zu halten. Aber England wollte das vor der Pause nochmal negieren. Auf der Seite müsste dann eigentlich schon der Treffer lange gefallen sein. Dele Alli eine Minute vor der Pause, trifft aber nicht das freie Gehäuse, weil sich dann auch einer reinschmiss und den Mittelfeldspieler nervös machte. Durfte er jetzt wieder dabei sein gegen Panama, fehlte er noch im Startaufgebot. Thibaut Courtois hätte etwas dagegen, dass England sich das 1:1 sicherte. Schöne Parade, wieder der Fuß im kurzen Eck und es wirkte wie verhext. Doch dann kam Harry Kane, sein 6. WM-Treffer, 64. Spielminute und damit war England wieder auf Platz 1. Aufgrund der Fairplay-Wertung wäre es das Stand jetzt gewesen. Doch Belgien wollte trotzdem gerne den ersten Tabellenplatz. De Bruyne nochmal mit dem Abschluss, aber Pickford war dazwischen. Die Partie weiterhin sehr unterhaltsam.
sehr gutes Niveau von beiden Teams, die zu Recht ja schon vor dem Spieltag als sicherer Achtelfinalkandidat feststand. Und Harry Kane dann nochmal mit dem Versuch zum 2:1 wäre dann ganz klar gewesen. Aber auch so ist England letztendlich der etwas glücklichere Sieger in dieser Partie, auch wenn es auf dem Papier keinen gab. Mit diesem 1:1 sichern sie sich durch die Fairplay-Wertung also letztendlich den ersten Tabellenplatz in der Gruppe G. Beide Teams schon ausgeschieden, Panama konnte aber sicherlich feiern, einen Treffer bei einer WM zu erzielen. Das war ihm gelungen. Und dann auch noch gegen England. Hier war es eine sehr einseitige Partie. Tunesien übernahm von Beginn an das Zepter. Sicherlich sehr enttäuscht, ausgeschieden zu sein. Aber in der Gruppe mit England und Belgien sicherlich schon vorauszuahnen gewesen. Aber wie gesagt, das war eine tolle Partie von den Tunesen. Hier nochmal Penedo machte es ihnen aber ordentlich schwer. Die ein oder andere Tat. Schon nach 11 Minuten musste er dreimal eingreifen. Hier ist er sensationell zur Stelle, wehrt den Ball zum Eckstoß ab. Und weiterhin nur Tunesien, 10 Minuten vor der Pause, wieder Penedo. 6:0 Schüsse war bis dahin die Bilanz. Und Panama war es aber relativ egal. Sie konterten, kam einmal nach vorne, Perez mit dem Ball auf Barschenas und der machte das Ding rein. 41. Minute, Edgar Barschenas mit seinem allerersten WM-Tor. Und Panama hat es tatsächlich zum zweiten Mal geschafft, ein Treffer bei einer WM zu erzielen. Unglaublich, die Jubelarien waren riesig, auch wenn das Weiterkommen eben unmöglich war. Und dennoch weiterhin Tunesien, sie gaben sich nicht auf. Auch da muss man die Moral definitiv hochlobend erwähnen. Schon ausgeschieden, 1:0 im Rückstand, obwohl sie im ersten Durchgang alles kontrolliert hatten. Hier fehlte die Präzision, 10 Minuten vor dem Ende und immer noch nicht wollte das Tor her, weil wieder Penedo dazwischen war. Ein Schuss nach dem anderen. Panama war relativ konfus in der Abwehr und dennoch war es bislang gut gegangen, aber dann fiel der Ball irgendwie auf den Kopf von Naeem Sliti. Man wusste nicht so ganz, wie das zustande kam. Ein Querschläger von Panamas Hintermannschaft und dann fällt der Ball Sliti auf den Kopf und Penedo sieht das einzige Mal an diesem Abend nicht gut aus, versucht ihn da irgendwie wegzuköpfen. Davon profitiert Tunesien und kann sich letztendlich mit diesem 1:1 doch noch belohnen. Also Panama und Tunesien beide raus, aber unterhaltsam war es am Ende sicherlich dennoch nochmal. Jo, das war der zweite Teil des dritten Spieltages. Die Gruppenphase ist damit abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten, ja, tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was glaubt ihr, wer kommt weiter? Und ja, dann geht's in den nächsten Tagen mit dem Achtelfinale los. Ich freue mich drauf. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao.